1816 ist das Gebiet des Kühkopfs an das Großherzogtum Hessen gekommen. Aus wirtschaftlichen Gründen hat man einen Kanal geplant. Der Rheindurchstich erfolgte von 1827 bis 1828. Es wurde ein Kanal von 23,75 Metern Breite und 5,5 Kilometern Länge angelegt. Das Wasser hat dann das Restliche getan. Nach 5 Jahren war der sogenannte Neurhein schon 60 Meter breit, nach 70 Jahren 308 Meter. Die Schiffe haben bei der Talfahrt 5 Stunden gewonnen und bei der Bergfahrt einen ganzen Tag. Es ist hierbei anzumerken, dass die Schiffe damals noch von Pferdefuhrwerken gezogen wurden. Ja, und auf dieser Insel im Rhein gab es eines der schönsten Ausflugslokale Südhessens, das Forsthaus. Anfänglich konnte man nur mit der Fähre zum Kühkopf gelangen. 1965 bis 1967 hat man in Stockstadt eine Brücke gebaut. Man konnte über diese Brücke auch mit Fahrzeugen fahren. 1978 wurde ein generelles Fahrverbot auf dem Kühkopf erlassen. In dieser Zeit wurde in Erfelden eine Fußgängerbrücke gebaut. Vorher ist hier auch eine kleine Fähre gefahren. Sabine, die Tochter des legendären Kühkopfwirts Hermann Schröder, hat mir Bilder zur Verfügung gestellt. Hier kann man sich nochmal an das Forsthaus aus dieser Zeit erinnern. Das ist der Hermann als stolzer Traktorfahrer auf dem Kühkopf. Da bei dem Forsthaus auch noch eine Landwirtschaft dabei war, mussten bei dem großen Hochwasser in den 50er Jahren die Flusspioniere einen Rettungseinsatz leisten. Das hier ist der Bau der Stockstädter Brücke zum Kühkopf. Vorne sieht man noch die Fähre liegen. Ja, und der Hermann hier mit einem Kettenfahrzeug, also kann man vorstellen, das wäre heute auf so einem Oldtimermarkt einiges wert. Auf dem Kühkopf wurde auch noch Landwirtschaft betrieben. Bei Hochwasser sah das natürlich dann schon ziemlich brenzlig aus. Da wurde später die Küche gebaut, die ist mittlerweile wieder abgerissen und hinten war eine große Scheune. Ja, und diese Rüben müssen nicht mehr beregnet werden. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was mitzumachen war. Das ist ein urisches Bild in der sogenannten Samba-Höhle. Später war hier die Gaststätte drin, hat sich ein Pferd vor dem Wasser gerettet. Das könnte Hermanns Vater gewesen sein, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Und so war damals die Urgaststätte, das heißt, der untere Stock war alles Gaststätte und oben, das war dann eine schöne Terrasse dabei und hier nochmal der Blick hinten von der Wiese. Das ist jetzt schon die neue Gaststätte. An die frühere Samba-Höhle wurden Toiletten und eine Küche angebaut. An der Stelle, an der die Scheune war, sind jetzt die Fahrzeuge untergebracht, aber auch Rehe nutzen diesen höher gelegenen Platz. In dem Jahr konnte man offenbar nur Reis im Garten anbauen. Gretel, Hermanns Ehefrau, guckt aus der Küche und Hermann, ja, der ist jetzt Gondoliere. Besuch aus Erfelden kommt mit dem Schiffchen.
Es war natürlich nicht dauernd Hochwasser, das waren jetzt mal Ausnahmejahre. Was auf jeden Fall war, es war ein ungeheuer urisches Ausflugslokal. Man konnte hinten auf der Terrasse sitzen oder im Hof war ein schöner Biergarten. Oder halt, wenn die Sonne zu stark brannte, ist man in die Gaststätte selbst gegangen. Ja, und für jeden Wanderer oder Radfahrer war es natürlich ein Höhepunkt, hier nochmal einzukehren. Ich habe Leute kennengelernt, die sind mit dem Zug bis Riedstadt-Gottelau gefahren, hatten ihr Fahrrad dabei, haben dann von dort aus einen Ausflug über den Kühkop gemacht. Teilweise sind sie sogar noch mit der Fähre übergesetzt. Und drüben auf der anderen Rheinseite in die Weinberge gefahren und dann wieder zurück auf den Kühkopf und hier dann nochmal hier im Forsthaus gerastet. Für Essen und Trinken war hier immer gut gesorgt. Keiner musste hungrig nach Hause gehen. Das Hochwasser gab es allerdings nur alle paar Jahre, das war auch gut so. Ansonsten ein Ort, den man gerne besucht hat und es ist wirklich jammerschade, dass es diesen Gastronomiebetrieb nicht mehr gibt. Diese Bilder sind Erinnerungen an eine schöne Zeit auf dem Kühkopf. Vielen Dank, Sabine, dass du die Bilder hier zur Verfügung gestellt hast. Es wird sicherlich den ein oder anderen geben, der aus dieser Zeit irgendwelche interessanten Geschichten zu erzählen weiß. Diesen Ort gibt es so nicht mehr. Er ist nur noch ein Bestandteil unserer Träume. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.